Sack, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass ich mal einen Volltreffer lande. Und nach all den Jahren haben wir es fast geschafft. Halt sie schön auf Kurs, Snack. Ich halte sie schön auf Kurs, Captain. Es war ein schicksalhafter Tag für mit Jack, den Piraten. Als sein Schiff wie ein Fleischermesser durch die aufgewühlte, raue See schnitt. Denn jetzt, nach unzähligen Jahren der Suche, war er bloß noch 7 Seemeilen vom größten Schatz seiner Karriere entfernt. Dem Schatz des kopflosen, linkshändigen Torfmoosverkäufers. Rummelsdorfer Wasserschutzpolizei, fahren Sie rechts ran! Aber Herr Wachtmeister, ich bin noch nicht mal gefahren. Sehen Sie, ich hatte den Autopiraten an. Sie haben Schlangenlinien fabriziert, Schlaumeier. Bitte pusten Sie in diese Schweineblase. Ich puste doch keine eklige Schweineblase auf. Verweigert Schweineblasenaufpusttest. Ihren Piratenschein bitte. Oh ja, gewiss doch, meinen Schein. Oh, wie dumm von mir. Den habe ich gestern verloren, als ich einen blinden Polizisten über die Straße half. Ja, Snack? Sind Sie nicht ein kleines bisschen durcheinander? Gestern waren Sie doch mit Matt Blindes Huhn eintrinken und haben sich noch darüber amüsiert, wie er blinde Polizisten überfällt und ihn dann eins Schnappe, auf die... du blöder Schwachkopf! Ich fürchte, er wurde von einem hungrigen, blinden Polizeihund gefressen, den ich aus dem Zwinger befreit habe. Aber ich bin sicher, dass ein intelligenter Polizist mit Stil und Schmiss, so wie Sie, ein Herz hat und es bei einer Verwarnung belässt. Okay, Sie können weitersegeln. Einen schönen Tag noch. Ich wusste, der kauft mir das ab. Ich verspreche Ihnen, dass ich gleich morgen früh um 6 zum SSV-Amt gehe und mir einen neuen Schein besorge. In Wahrheit, Snack, wirst du mich nie in diesem stinkenden SSV-Amt sehen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Oh, nicht nötig, Captain. Ihr Schein steckt doch hier in der Tasche. Hey, dieser Schein ist abgelaufen, als ich noch im Kindergarten war. Na, Snack, du kleines bescheuertes Fischstäbchen. Warte, da fällt mir ein brillanter Plan ein. Beobachte den Meister bei der Arbeit. Oh, Wachtmeister, Ihnen ist da eben dieser Pfannkuchen runtergefallen. Wieso nehmen Sie ihn nicht mit und lassen uns den kleinen unschönen Vorfall von eben vergessen, hm? Da war wohl Pflaumenmus drin. Wegen Weigerungen, eine Schweineblase zu pusten und Besitzes eines abgelaufenen Piratenscheins haben Sie die Wahl, sich entweder an die Wand eines dreckigen, rattenverseuchten Kerkers ketten zu lassen oder sich in die Schlange im SSV-Amt zu stellen. Dann wählen wir den Kerker. Sind Sie sicher, Sie haben sich richtig entschieden, Captain? Das ist die einzige Möglichkeit, immer noch meinen Volltreffer zu landen, Snack. Wir müssen dafür nur 1-2 Stunden hier im Kerker absolvieren. Dann machen wir, dass wir wegkommen. Es kann nichts Schlimmeres als das SSV-Amt geben. Hey, nein, sowas. Ich bin Hieronymus Heck und begrüße Sie in der Komikerfahrschule, okay? Hey, ich bin gerade in den Kerker gerollt und Mann, tun mir die Rippen weh. Apropos Rippen, die Jungs haben am Buffet offenbar hinter Orson Welles gestanden. Alles klar? Hey, ihr seid... Es gibt doch was Schlimmeres. Hilfe! Nun stehen wir vor dem berüchtigten Segelschiffsverkehrsamt. Also, Snack, es ist noch früh. Das bedeutet logischerweise, dass sich die Schlange mit unheimlicher Geschwindigkeit fortbewegen dürfte. Tja, Snack, ich fürchte, wir sind Nummer 96.473. Sehen Sie es mal von der guten Seite, Captain. Das heißt, nur 28.962 Leute stehen noch vor uns. Plus minus 1.000. Und so begannen mit Jack und sein ergebener erster Mat, Snack, ihr unheimlich packendes Abenteuer im Grummelsdorfer Segelschiffverkehrsamt. Obwohl, nun ja, es ein bisschen weniger aufregend war, als man es sich vielleicht erhofft hatte. Es war eigentlich ziemlich öde. Na, offen gesagt, war es sogar unbeschreiblich langweilig. Hör mal, alter Knabe, wenn du für die Geschichte nichts tun kannst, dann verzieh dich, verstanden? Sprich nicht in diesem Ton mit mir, verzieh du dich doch. Nein, Duhu! Nein, Duhu! Du! Du! Hör zu, die Serie heißt Die Abenteuer von Magic, dem Piraten. Und nicht Streit mit dem verschnarchten alten inkontinenten Penner. Also zieh ab oder ich entkerne dir deinen Adamsapfel. Du! Nummer 96.473, melden Sie sich in Zimmer 649 und lernen Sie Ihren Fahrprüfer kennen. Captain, das sind wir! Oh nein, flinkschneidig, du bist mein Fahrprüfer? Sowas, Magic, mein lebenslanger Widersacher, was für ein Zufall, ja! Ich arbeite hier gelegentlich, damit ich meine Kinnimplantate zahlen kann. Aber obwohl wir uns hassen, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, damit du bestehst. Wir fangen mit dem Sehtest an, okay? Versuch mal, ob du irgendwie erkennen kannst, was hier auf dieser Kanonenkugel geschrieben steht. Aber ich kann die verdammte Kanonenkugel von hier hinten noch nicht mal richtig sehen.
Tja, ich befürchte, den Sehtest hast du gründlich vermasselt, Jack. Aber nimm den Kopf hoch für den nächsten Test. Und was, bitte sehr, ist der nächste Test? Der mechanische Motoreisimulator, der nur 10 Sekunden dauert. Meinst du, dem bist du gewachsen? 10 Sekunden? Ha, nur ein Schlappschwanz würde keine 10 Sekunden gegen das Ding bestehen. Verzeihen Sie, Mr. Schneidig, Sir, aber was genau macht dieser Simulator eigentlich? Er simuliert in etwa den Angriff von 90 mordlustigen Besatzungsmitgliedern, die nicht bezahlt wurden und über 2 Jahre keine Frau mehr gesehen haben. Oh. Ich habe die verfluchte Maschine geschlagen ohne einen Kratzer. Jetzt wollen wir mal deine Fähigkeit prüfen, Chaos mit Kanonen anzurichten. Dein Freund Snug hat sich freiwillig als menschliche Zielscheibe zur Verfügung gestellt. Es ist nicht gerade freiwillig gewesen, Captain. Nichts und niemand wird mich jemals dazu bringen, auf den armen Snug zu schießen. Wenn du dich weigerst, schickt man dich wieder zurück in die Komikerfahrschule, klar? Entschuldige, Snug. Ich werde deinen Kadaver frühestens morgen früh an die Uni verkaufen. Und jetzt zum guten Schluss kommen wir zur praktischen Fahrprüfung. Ich möchte, dass du zwischen den beiden Frachtschiffen da drüben rückwärts einparkst. Ha, Kinderspiel! Verzeihen Sie bitte, Sir, aber was genau verladen die da gerade auf diese Schiffe? Nitroglycerin. Ich passe Spiel inzwischen die beiden Schiffe da. Ich brauche das eine bloß kurz anzustupsen. Also gut, Jack. Alles, was ich jetzt noch von dir sehen möchte, ist, dass du einen Abhang runterfährst, die Handbremse anziehst und zum absoluten Stillstand kommst. Entschuldige bitte, aber du hast diesen abschließenden Test doch nicht etwa so gedreht, dass ich durchfallen muss. Absolut nicht. Das heißt, ich werde diesmal nicht zerquetscht, verbrannt oder zu Wurstscheiben verarbeitet? Absolut nicht. Und ich muss nichts weiter tun, als einen Abhang runterfahren, die Handbremse anziehen und zum absoluten Stillstand kommen? Absolut richtig. Snack, die Leine los. Warte, das Seehühnchen hat überhaupt keine Handbremse. Und es gibt keinen Abhang in diesen Gewässern, ausgenommen der Wasserfall. Ich kann diese Prüfung vielleicht noch bestehen. Ah! Wenn es nur darum geht, dass ich irgendwie zum absoluten Stillstand komme. Oh, oh. Jack! Jack! Welch eine Tragödie! Du solltest dich wirklich was schämen! Du bist durchgefallen. Der Verordnung des SSV-Amts zufolge heißt, dass du musst den Test entweder gleich wiederholen. Na, darauf kannst du lange warten. Oder du gehst zurück in die Komikerfahrschule. Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten. Keine der beiden Möglichkeiten ist akzeptabel. Es wird doch wohl einen Weg geben, mit dem ich einen glücklichen Volltreffer landen kann. Aber welchen? Was kann ich machen? Denk nach! Ich glaube, ich habe ihn gefunden, Captain. Es gibt ein Schlupfloch in der Verordnung des SSV-Amts, die Dusselklausel. Wenn ein Totaldussel durch die Piratenscheinprüfung fällt und sich weigert, in die Komikerfahrschule zu gehen, dann muss er Mitarbeiter des SSV-Amts werden. Haha! Also genau das ist mein Schlupfloch. Ich verlange auf der Stelle einen Beamtenjob im öffentlichen Dienst. Ich hätte gern ein Eckbüro mit einem Kühlschrank und Blick auf die Lagune, und zwar ein bisschen plötzlich. Ah, wie du willst. Geh in diesen Trakt und du kannst dort sofort anfangen. Tja, Snug, schon seltsam, wo die Irrungen und Wirrungen des Schicksals jemanden wie mich hinführen können. Statt den Schatz des linkshändigen Torfmoosverkäufers zu finden, scheint es offenkundig, dass ein Pirat meines Charakters einmal Manager im wichtigsten Zweig der Regierung werden muss, dem SSV-Amt. So begann Mad Jack durch die Verfügung der obskuren Dusselklausel ein neues Abenteuer auf hoher See. Eins, das gut zum beschränkten Horizont seiner intellektuellen Kapazitäten und unterentwickelten motorischen Fähigkeiten passte. Hör mal, Alter, ich sag's dir nochmal, verschwinde! Nein, verschwinde du lieber. Ach, vergiss es, ich kündige. Na Gott sei Dank ist er endlich weg, Snug. Aber was zum Teufel mache ich jetzt nur? Sehen Sie es mal von der guten Seite. Wieso? Ich bin hier als Zielscheibe angestellt. Stimmt, aber Sie können zumindest noch einen Volltreffer landen. Achtung, Kopf einziehen! Entschuldigen Sie, Sir, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was wir hier wollen.
Ich meine, Sie sind kein Zauberer und Sie sind auch kein Krieger. Und das Einzige, was Sie mit einem Drachen gemeinsam haben, ist Ihr Mundgeruch. Sie waren schon in einigen Verliesen, nehme ich an. Ach, Snack, Snack, Snackety Snack. Du kapierst es wirklich nicht, oder? Jeder Pirat, der etwas auf sich hält, muss auf dem Laufenden bleiben. Ich will mir ansehen, was meine Widersacher treiben. Ich schaue mir die neuesten Erfindungen an und wenn keiner guckt, klaue ich sie mir. Ach, richtig. Der Nächste! Name? Nein, vielen Dank. Ich habe bereits einen. Wie ist Ihr Name? Oh ja, natürlich. Ich heiße Mad Jack und das ist, Snack. Danke. Echt clevere Erfindung. Doch wenn ich das mit meinem Deo verwechsle, würde ich bis nächsten Dienstag flach liegen. Oh, hier riecht aber irgendwas köstlich. Wir haben keine Zeit zum Essen. Wir sind beruflich hier. Hallo. Oh, Tag. Schön, Sie zu sehen. Nein, du Einfallspinsel. Ich habe Hallo gesagt, weil ich da drüben was sehe, was mich interessiert. Was sehen Sie denn? Den Zauberstab da. Mit einer magischen Gerätschaft wie dieser könnte ich alle möglichen Dinge tun. Sie tun doch jetzt schon alle möglichen Dinge. Wie auch immer, ich muss diesen Stab haben. Merlins Hexerei Großhandelsgeschäft. Also, das ist wirklich ein interessanter Zauberstab. Oh, vielen Dank, Mister. Ach du meine Güte, die haben Magier falsch geschrieben. Da steht Mad Jack. Aber sein Name ist doch... Ja, ist das nicht bescheuert? Ich bin Magic Johnson, freut mich sehr. Von Magier zu Magier. Wie viel kostet der Zauberstab? Oh, der Zauberstab ist unverkäuflich. Das ist bloß ein Ausstellungsstück. Ich behalte ihn denn. Er, der diesen Stab sein eigen nennt, zu dem kommt die Zauberin Victoria geschwind gerennt. Die Zauberin Victoria? Ja, sie lebt jenseits der Kanäle der Vergangenheit in den Schlössern der 999 Freuden. Was ist mit Nummer 1000 geschehen? Der Nummer 1000 hat sie etwas wehgetan. Aber wagt es bloß nicht, euch dem Schloss zu nähern, denn es wird bewacht von den Verführerinnen der Verführung. Nur der, der den Zauberstab besitzt, kommt in den Genuss ihrer großartigen Freuden. Aber selbst der muss Obacht geben, denn Missbrauch des Zauberstabs kann mächtig gefährlich werden, in der Tat. Na gut, was soll's. Wenn er unverkäuflich ist, dann guten Tag, mein schrecklich unrasierter Freund. Auch Ihnen noch einen schönen Tag, Magic Johnson. Ich bin unheimlich stolz auf Sie, Sir. Das war außergewöhnliche Selbstbeherrschung. Er sagt nein und Sie gehen einfach weg. Wie ein Ehrenmann, wirklich. Wir gehen noch mal hin und stehlen ihn, du blödes Spatzenhirn. Und so werden wir das anstellen. Hallöchen, freundlicher Zauberer. Ich bin Snackalina, eine von Zauberin Victorias Verführerinnen der Verführung. Oh, ich verstehe. Ihre Hoheit, die Zauberin Victoria hat mich gebeten, vorbeizuschauen und sie zu verführen. Ich bin nämlich eine Verführerin und so, mit dem Tanz der sechs Schleier. Und einer Socke. Nun, wenn es sein muss. Danke, 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 sehr vielen lieben Dank. Warte, bitte geh nicht. Ich liebe dich. Verdammter Berufsverkehr. Oh, diesen Grummelsdorfer Kanalverkehr habe ich schon öfter erlebt. Es kann Stunden dauern, bis wir das Schloss der 999 Freuden erreichen. Stunden? Snack, nimm den Zauberstab aus dem Kasten. Ich bringe uns mittels Zauberkraft durch den Verkehr. Aber der Zauber hat gesagt... Hier, bitte sehr, Sir. Tja, ich verstehe zwar nicht viel von Zauberei, aber soweit ich weiß, reimen sich die Sprüche meistens. Oh, okay, ich habe einen guten. Mach uns klein und umschiff diese Klippen, damit ich kann küssen meiner Zauberin Lippen. Oh, der war wirklich sehr gut, Sir. Danke sehr. Oho, passend zahlen. Mal sehen, was ich da hab. Snack, hast du Kleingeld? Nein. Gar nichts? Keine Dublonen? Britische Pfund? Deutsche Mark? Gulden? Franken? Bat? Dollar? Bonbons? Was für ein Mist! Warte, der Zauberstab!
Magischer Stab, kein Geld haben wir zwei. Hebe die Schranke, denn wir wollen vorbei. Da staunst du, was, Snack? Der Zauberstab ist umwerfend. Sir, ich sehe es. Wir haben es geschafft. Würdest du bitte mit diesem Lärm aufhören? Ich weiß, wo das Problem mit dem Stab liegt. Es fehlt Öl. Ja, aber Sir, sehen Sie nur. Wir sind da. Nicht die Verführerin, die ich erwartet habe. Doch nicht da. Weiter da drüben. Gütiger Himmel. Snack, fertig machen zum Landgang. Ei, ei, Sir. Fertig, Sir. Ja, du vermutlich schon. Ich hingegen muss noch ein bisschen vorzeigbarer aussehen. Also werden wir noch mal den Zauberstab rausholen. Bring mich in die Nähe der Zauberin Schloss, aber ich möchte auf keinen Fall so rausgehen. Oh, lieber Stab, lass mich dafür etwas anmutiger aussehen. Ich entschuldige mich für meinen Zwillingsbruder, Quentin. Guten Morgen, die Damen. Ich bin Jack. Mad Jack. Ich ersuche um eine Audienz bei der Zauberin Victoria. Tja, dann machen Sie besser, dass Sie gleich wieder auf Ihr Schiff kommen. Die Zauberin empfängt nur den, der den Zauberstab besitzt. Oh, verstehe. Voilà! Jetzt klappt die Zugbrücke runter. Ich muss nämlich fast 1000 Freuden ausprobieren und das könnte dauern. Stimmt, für 32 Eiscremesorten hat er über eine Woche gebraucht. Sie müssen die Zauberkraft des Stabs benutzen, um das Tor zu öffnen, Sie alter Piratengartenzwerg. Und es gibt keine andere Möglichkeit? Ihr wisst schon, es zu öffnen? Na schön, wie ihr wollt. Öffne das Tor, Zauberstab mein, denn ich möchte gern zur Zauberin rein. Da! Na gut, dann gleich nochmal. Öffne das Tor, oh Zauber! Öffne das! Tor! Es ist zwar nur geraten, aber ich glaube, da sind keine Freuden. Ich spüre, dass die Zauberin Victoria in der Nähe ist. Sagt das ihr untrügliches Piratengefühl? Nein, da steht es! Na gut, Snack, mach ihn auf. Ich stelle mich dahin und nehme eine kühne Pose ein, um sie so mit meinem bloßen Anblick zu beeindrucken. Ja, Sir. Schon gut, ich mach's selbst. Hier, halt das Ding. Oh. Hallo, Tiger. Nein, warte Sekunde. Er ist nicht der Überbringer des Stabs. Ja! Ich bin der Überbringer des Zauberstabs. Oh, das hört sich doch viel besser an. Oh, Baby, ich hoffe, du bist bereit. Warte, ich dachte, das wäre das Schloss der 999 Freuden. Oh, ist es auch. Aber es sind 999 Freuden, die ich mag. Und meine Lieblingsfreude ist es, dir das Hirn mit einem Strohhalm auszusaugen. Sir, ich habe hier ein paar Schwierigkeiten. Ich versuche, alle 999 Freuden aufzulisten. Ist Nummer 52 das Zehennagel-Ausreißen gewesen? Nein, 52 war der Gummitwist mit meinen Därmen. Zehennagel-Ausreißen ist Nummer 17 gewesen. Ah, und was war dann das Zunge verknoten? Das war 44 oder die 8? Hm?